Auch am zweiten Tag nach der Bekanntgabe der Schließung ist die Stimmung weiterhin bedrückt. Ab Juni wird das Gebäude geräumt, die Mitarbeitenden stehen vor der Arbeitslosigkeit. Betriebsratsvorsitzender der Filiale Dirk Voss ist erschüttert. Auch er bestätigt nochmal, das Management hätte mehr tun können. Das Management schiebt ja alles auf Corona, auf die Energiekrise, auf Ukraine-Krieg. Aber es wurde vorher schon zu wenig für diesen Standort hier in Duisburg gemacht. Wir haben hier einen Doppelstandort mit im Forum den Karstadt und wir hier an der Düsseldorfer Straße. Man hätte da ein Konzept machen müssen, wie beide Filialen in einer Stadt überleben können. Und die Sortimente hätten sich unterscheiden müssen. Wir haben die gleichen Sortimente geführt. Ist klar, die haben drüben im Forum auch eine 1A-Lage. Die sind direkt auf der Königstraße. Wir haben hier nur mehr eine 1B-Lage, sind ein bisschen abseits. Und man hätte da die Sortimente so gestalten sollen, dass beide Filialen überleben können. Es gab auch Vorschläge von unserer Mannschaft. Es wurde aber nichts investiert und dann war es abzusehen, dass sowas nicht funktionieren kann. Es sind Fehler gemacht worden und die Mitarbeitenden sind die Leidtragenden. Auf diese muss nun der Fokus gesetzt werden. Das wird auch von Seiten der Lokalpolitik bestätigt. SPD-Ratsfraktionsvorsitzender Bruno Sagurna findet dafür klare Worte. Wir bedauern die Entscheidung zutiefst, dass der traditionsreiche Standort von Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße in Duisburg bereits im Sommer dieses Jahres schließen soll. Unsere volle Solidarität gilt den Beschäftigten, für die schnell sozialverträgliche Lösungen gefunden werden müssen. Dieser Verantwortung muss sich der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof stellen. Mit dem Ende der Galeria-Filiale fehlt ein weiterer Teil der Duisburger Innenstadt. Der Einzelhandel ist gefährdet. Auch CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Thomas Malberg äußert sich zur Schließung. Ein trauriger Tag für Duisburg und vor allem für die Mitarbeitenden der Galeria-Filiale. Generationen von DuisburgerInnen haben hier eingekauft, in den vergangenen Jahren aber leider immer weniger. Dieser Fakt wird bei der Konzernentscheidung sicherlich eine Rolle gespielt haben, zumal es noch den zweiten Standort mit der Galeria Karstadt-Filiale im nahen Forum gibt. Die Entscheidung ist gefallen, die Filiale wird geschlossen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkt das Ganze noch surreal. Viele arbeiten hier seit mehreren Jahrzehnten. Dass jetzt bald das Ende kommt, kann auch Dirk Voss noch nicht gänzlich begreifen. Wirkt eigentlich unreal. Also es war Montag nach der Bekanntgabe, wie ich dann Dienstag in die Filiale gekommen war, war plötzlich alles anders wie früher. Ich bin 40 Jahre hier fast jetzt, habe hier meine Lehre gemacht bei Horten, habe 1984 angefangen und man kann es noch nicht begreifen. Also es war, wie gesagt, wir sind hier eine sehr große Familie, wir sind hier alle zusammengewachsen und das tut dann schon weh, dass das so ein Ende nimmt, ja. Jetzt heißt es nach vorne blicken. Der Entschluss lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Nun ist es wichtig, die Angestellten weiter zu vermitteln und ihnen beizustehen. Denn mehr kann jetzt nicht mehr getan werden.